Am 17. Januar fand der diesjährige Neujahrsempfang der CDU Münster im Rathausfestsaal statt. Prägendes Thema war die anstehende Europawahl. Eingeladene Redner waren Dr. Markus Pieper, David McAllister, Sibylle Benning und Markus Lewe. Vor allem der Aufruf, wählen zu gehen und politischen Grenzparteien die Stirn zu bieten, prägte den Abend. Da müssen wir mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Und solche Veranstaltungen wie hier heute, toll. CDU Münster sowieso klasse. Wir haben viele Veranstaltungen vereinbart im Wahlkampf. Und Mobilisierung ist wirklich alles, um erfolgreich zu sein. Wir appellieren an alle Bürger, auch in Münster, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und am 26. Mai tatsächlich hinzugehen. Und wozu Nationalismus und Populismus führen kann, das sehen wir leider gerade in diesen Tagen in Großbritannien. Wir haben also schon die Befürchtung, dass die AfD oder auch in Italien oder in Polen, dass wir dort sehr viele rechtsextreme Abgeordnete künftig haben werden. Aber umso wichtiger ist es, dass wir die Leute mobilisieren. Und was wir im Moment an Rückmeldungen bekommen von den Kirchen, Sozialverbänden, aus der Wirtschaft, die alle mit aufrufen, zu diesen Wahlen zu gehen, damit sie die Brexit-Erfahrung nicht machen können, ist eigentlich sehr schön. Um dem starken Aufkommen rechts- und linksextremer Parteien vorzubeugen, arbeitet die CDU auch im Wahlkampf dagegen an. Wir wollen Europa stärken, denn wenn man Europa stärkt, stärkt man auch Deutschland. Aber es geht auch darum, die Europäische Union besser, effektiver, wettbewerbsfähiger aufzustellen. Die Erwartungen und Ziele sind dementsprechend hochgesteckt. Die Wahlen zum Europäischen Parlament werden eine ganz spannende Angelegenheit, denn Europa steht vor einer Richtungsentscheidung. Die Europäische Union muss sich jetzt für die Zukunft aufstellen. Und wir erleben natürlich jetzt die Angriffe auf das vereinte Europa durch Nationalisten, durch Populisten und Demagogen. Und deshalb gilt es zunächst, eine handlungsfähige, konstruktive Mehrheit im Europäischen Parlament hinzubekommen, unter Führung unserer Europäischen Volkspartei, damit wir uns auf die großen, wesentlichen Aufgaben in Europa konzentrieren. In der Europäischen Union ist nicht alles perfekt, bei weitem nicht. Europa muss man besser machen, Europa muss man richtig machen. Und deshalb gilt es eben dann auch, neue Schwerpunkte zu setzen. Wie auch 2014 wird es bei der Europawahl in diesem Jahr keine Sperrklausel geben, sodass auch Kleinstparteien Chancen auf einen Einzug haben. Ich bedauere das. Das ist die Folge einer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die wir zu akzeptieren haben. Aber es hat eben dazu geführt, dass Klein- und Kleinstparteien aus Deutschland in das Europäische Parlament mit einem Stimmanteil von zum Teil unter 1% eingezogen sind. Ob das noch zu verändern ist, gesetzgeberisch, wird sich zeigen. Das sind alles verlorene Stimmen für Deutschland, für Nordrhein-Westfalen. Die machen keine Wahlkreisarbeit und das ist wirklich schade. Die Reden der beiden Europaparlamentsabgeordneten David McAllister und Dr. Markus Pieper trafen bei dem Publikum auf besonders viel Zuspruch. Aber auch auf kommunaler Ebene gibt es natürlich viele Pläne, die umgesetzt werden sollen. Und es wird ganz schön viel gebaut, damit eben wieder bezahlbarer Wohnraum entsteht und damit eben auch eine tolle Lebenskultur in Münster wahrnehmbar wird. Aber wir brauchen vor allen Dingen auch eine vernünftige Aufteilung der Verkehre, das Fahrradfahren noch attraktiver wird in unserer Stadt. Wichtig ist natürlich das Thema Wohnen. Die Stadt ist so attraktiv, dass viele Menschen nach Münster kommen, zum Leben, zum Arbeiten, auch zum Studieren. Deswegen ist das Thema, wie schaffen wir Wohnraum, natürlich besonders wichtig. Neue Schulen, die wir gerade bauen, und zwar auf einem recht hohen Niveau, auch qualitativen Niveau. Also Münster läuft.